Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag, 19.02. Anpfiff 13.30 Uhr. Ist der 23. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns auf momentan 5.800 Besucher. Vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu. Würde uns sehr freuen hier in unserem BWT-Stadion am Hartwald. Denn ja, ist schon ein Topspiel auch gegen den HSV. Und nicht nur wir und die Fans, sondern ich bin auch überzeugt, unser Trainer Alois Schwarz, den ich ganz herzlich begrüße an der Stelle, freut sich auf das Spiel mit 7 Punkten aus der englischen Woche, entsprechendem Rückenwind. Aber das Update gibt er uns selbst. Alois, bitteschön. Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Erstmal freut mich, dass wir wieder Zuschauer im Stadion haben und dass wir wieder Fußballatmosphäre haben können. Und ich glaube, dafür sind wir ja auch Fußballer und spielen dafür. Und da hoffen natürlich, dass wir da noch ein paar haben und tatkräftige Unterstützung haben im Spiel gegen den HSV. Ein kurzes Update nach hinten. Die letzte Woche war für uns natürlich sehr erfolgreich. 7 Punkte gemacht, haben 4:0 Tore, haben das auch ohne Gegentreffer überstanden. Das war schon insgesamt eine sehr, sehr stabile Leistungen, die wir da in den 3 Spielen abliefern konnten. Mit ein bisschen Fortune oder mit ein bisschen vielleicht auch mehr Glück hätten wir auch in Ingolstadt nochmal da ein Dreier einfahren können. Aber letztendlich sind wir da eigentlich sehr zufrieden, dass wir aus dieser Woche mit 7 Punkten rausgekommen sind. Es hat sich auch so niemand verletzt in dieser englischen Woche. Deswegen sind die üblichen Verdächtigen, die ausfallen mit Rick Wulle, Tim Kister und Nikolai Rehnen, die Langzeitverletzten. Sebu Soku hat leider die 5. gelbe Karte sich eingefangen. Dafür kommt Chris Kinzombi wieder zurück. Der ist wieder genesen nach dem Covid. Das hat auch ordentlich bei ihm ausgesehen die letzten 2 Tage. Auch erfreulich ist, dass Julius Biada gute Trainingsfortschritte macht und auch schon viel Mannschaftstraining mitmacht und da auch nicht abfällt. Aber da muss man auch noch ein bisschen schauen, wie weiter dann ist. Das von meiner Seite erstmal. Prima, dann steigen wir ein mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir beginnen mit der Deutschen Presseagentur und Max Wendel. Max, bitteschön. Hallo zusammen. Herr Schwarz, wie gedenken Sie denn, Sebu Soku zu ersetzen? Ist Başkhan Maydini da die erste Alternative, um wieder reinzurücken nach seiner Gelbsperre? Ja, also wie ich es genau war, weiß ich noch nicht. Schön ist, dass wir da Alternativen haben. Gerade auf den Außenbahnen haben wir uns da auch dementsprechend gut aufstellen können. Wir haben Ahmet Kutucu dazu bekommen, der jetzt dann auch jetzt einen Einsatz in Ingolstadt hatte. Chris Kinzombi kommt zurück. Wir haben mit Essi einen, der diese Position spielen kann. Also da sind wir dann schon sehr variabel aufgestellt und deswegen lasse ich noch die Trainingseindrücke auf mich wirken. Christoph Hofner von der Rhein-Neckar-Zeitung. Herr Schwarz, Sie haben es schon angesprochen, 2 Gegner, die oder 2 Mannschaften, die beide gut in Form sind, die Zuschauer kommen zurück. Eigentlich ist doch alles angerichtet für einen schönen Fußballnachmittag, oder? Ja, das haben wir uns auch erarbeitet und das hoffen wir, dass da noch mehr kommen, wie ich gesagt habe, für einen schönen Fußballnachmittag und natürlich hoffe ich auch für einen erfolgreichen Fußballnachmittag für unsere Seite. Andreas Lynch, Wetzinger Zeitung. Ja, hallo Herr Schwarz, Sie haben die Stabilität angesprochen. Jetzt SV Sandhausen nach, ich glaube, vorher 39 Gegentoren, jetzt 3:0. Wie kommt das zustande, die Stabilität? Ist es nur durch den Dumic zu erklären oder hat die Mannschaft da viel gearbeitet an dieser Entwicklung? Also wir haben sehr viel gearbeitet daran und langsam zeigen sich auch die Früchte. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es da wichtig ist, dass wir als gesamte Mannschaft besser verteidigen müssen, besser unser Tor zu schützen und alle da mithelfen müssen von vorne. Das ist ja heute im Fußball so und da haben wir richtig dran gearbeitet. Wir haben auch schon im alten Jahr noch in Düsseldorf kein Gegentreffer gefressen. Auch da waren wir sehr, sehr stabil und waren sehr kompakt gegen den Ball. Und das war ein Ausreißer gegen Regensburg wieder. Das war natürlich ein Genickschlag für uns, ein kleiner Rückschritt, den wir aber relativ schnell wegstecken konnten. Und jetzt haben wir ein gutes Gesicht gezeigt und hoffen wir, dass wir auch dieses Gesicht bis Saisonende zeigen können.
Janina Hecht vom SWR. Hören Sie mich? Ja. Ja? Können Sie noch mal was zum HSV sagen? Die performen ja gerade sehr, sehr stark. Ja, also vielleicht, wie Sie da so die Chancen einschätzen, den HSV packen zu können. Okay, akustisch ist nicht ganz so verstanden. Ich denke, Sie haben mich gefragt, wie ich die Chancen einschätze, das Spiel gewinnen zu können. Ist das okay? Ist das richtig? Ja, machen wir mal so. So habe ich es auch verstanden. Ja, genau. Also, weil der HSV performt ja gerade sehr stark. Ja, gut, dass wir natürlich jetzt gegen einen Gegner spielen, der einen ganz anderen Anspruch hat wie wir. Der Gegner möchte wieder zurück in die erste Bundesliga. Und wenn man den Etat und das ganze Umfeld sieht, gehören sie auch dahin. Wir haben den Anspruch, in der Liga zu bleiben. Da klaffen schon ein paar Lücken auseinander. Und trotzdem sieht man es immer wieder, dass man auch solche Spiele gewinnen kann. Und wenn wir unsere Leistungen abrufen, wenn wir an die Leistungsgrenzen gehen, wenn wir stabil bleiben, wenn wir kompakt bleiben, haben wir auch unsere Möglichkeiten, so ein Spiel gewinnen zu können. Und dafür arbeiten wir und dafür hoffen wir, dass das vielleicht auch am Samstag klappen kann. So, und die Runde beschließt Marco Büsselmann von Headline 24. Marco, bitteschön. Hallo Herr Schwarz, der HSV wird am Samstag aller Voraussicht nach spielbestimmt sein und mehr Ballbesitz haben. Passt das eher in Ihre Taktik, also eher auf Konter zu lauern, statt selbst das Spiel machen zu müssen? Ja, wenn man mal die Statistik sieht, haben wir eh nicht so viel den Ball in den meisten Spielen. Wir wissen schon, dass wir auch ein bisschen leiden müssen, dass der HSV mit Sicherheit hier mehr Ballbesitz hat und mit Sicherheit auch sehr selbstbewusst auftreten kann. Aber letztendlich haben wir in den letzten Spielen auch gezeigt, was in uns steckt und wir müssen uns nicht verstecken. Deswegen fordere ich trotzdem auch, dass wir mutig spielen können, um auch dementsprechend vorne unsere Möglichkeiten zu suchen. Dann Max Wendel, zweite Runde. Herr Schwarz, welche Rolle spielt denn der erhöhte Konkurrenzkampf, um die Mannschaft noch auf ein neues Level zu heben? Weil es sind ja jetzt doch einige Spieler auch dazugekommen, die jetzt sofort auf Anhieb in die Startelf gerückt sind. Das macht ja auch den Etablierten noch mal mehr Druck, um sich wieder zurückzukämpfen. Ja, es ist keine Floskel, es ist so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wir sind jetzt froh, dass wir uns da auch so aufstellen konnten, ne, dass wir wirklich auch so ein bisschen wählen können und dass man sich im Training dementsprechend auch reinhängen muss. So wie man trainiert, so spielt man und ich muss sagen, die Trainingsleistungen des gesamten Kaders macht richtig Spaß. Da ist Feuer drin, da ist Aggressivität drin, da ist Leidenschaft drin. Das bringen wir gerade auch mit auf den Platz und so wünscht man sich das als Trainer. Christoph Offner. Sie haben Christian Kinsomi bereits angesprochen, der wieder mit an Bord ist nach seiner Covid-Infektion. Für ihn ist das sicherlich auch ein besonderes Spiel, wenn er auf seinen Bruder trifft. Ist es für Sie auch was, was Sie im Hinterkopf haben, so quasi als zusätzlich motivierender Faktor? Ist es vielleicht auch eine Überlegung, dass sowas ihn mehr antreibt und dass das ein Grund ist, ihn dann in die Startelf zu befördern? Ich glaube, dass es schön ist, von Chris seinen Bruder zu treffen. Jetzt, ob das eine Rolle spielt, weniger. Letztendlich gucke ich auf die Leistungen und die hat der Chris ja auch jetzt gut gezeigt. Leider hat sie ihn erwischt gehabt und er wurde fast 10 Tage aus dem Training rausgenommen. Die Eindrücke jetzt waren sehr ordentlich. Auf was im Leistungsstand er jetzt genau ist, ob er 90 brummen kann, weiß ich nicht. Aber letztendlich hat er wieder die Möglichkeit, uns da zu helfen, weil er hat gute Schritte nach vorne gemacht und das freut mich für den Jungen. Andreas Linn. Ja, Sie haben die Stärke des HSV angesprochen. Wir haben ja nun einige Top-Leute drin, die auch offensichtlich hervorragend in Form sind. Also wenn ich an Kittel denke oder Glatzel, Alidu, Yata und so, wie könnte da Ihr Rezept aussehen, dass die nicht in ihren gewohnten Flow kommen? Ja, das muss dagegen halten. Wir müssen dieses variable Spiel des HSV natürlich dementsprechend versuchen, etwas einzudämmen, um auch selber dann Möglichkeiten zu haben. Das heißt, wir müssen auch mutig spielen, wir müssen frech spielen, aber wir müssen vor allen Dingen leidenschaftlich spielen. Und
diese Spieler immer zu 100% auszuschalten, ist schwer. Dafür haben sie für diese Liga ihre Qualität. Dafür brauchen wir vielleicht auch mal ein bisschen Matchglück. Das gehört, glaube ich, immer dazu. Und ja, daran muss man arbeiten, sich das dieses Glück zu erarbeiten. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch Möglichkeit, unser Heimspiel gegen den HSV zu gewinnen. Janina Hecht vom SWR. Die Landesverordnung hat sich ja wieder geändert. Sie dürfen jetzt 7.500 Zuschauer ins Stadion lassen. Können Sie vielleicht noch mal erklären, wie das läuft, wenn tatsächlich mehr als 7.500 kommen? Also ich denke, das ist die Frage an den Herrn Bär, weil die kann ich jetzt nicht so beantworten. Ne? Ich muss mich da auf das Sportlichere konzentrieren. Ja, ich kann da kurz darauf antworten. Also die Landesverordnung wird bei uns ja so ausgelegt, dass die Zuschauerkapazität auf die Hälfte der Stadionkapazität reduziert wird. Das heißt, das wären in unserem Fall bis zu 7.500 Zuschauern. Derzeit haben wir 5.800, die unter 2G-Plus-Bedingungen am Spieltag hier teilnehmen können. Wobei da auch nochmal klar ist, dass Leute, die in geschlossenen Räumen, also beispielsweise in den Businessräumen, sich bewegen werden, eine FFP2-Maske tragen müssen. Ansonsten gilt generell Maskenpflicht und alle anderen natürlich auch dementsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen, die im Moment zu Besuchen von Spielen notwendig sind. Kartentickets gibt es noch, kann man sowohl bei uns im Fanshop erwerben als auch online. Ja, ich hoffe, mit diesem kurzen Update habe ich alle Informationen gegeben. Ansonsten lassen Sie mich wissen. Dankeschön. Dann gehen wir zu Marco Büsselmann. Daran anknüpfend noch eine Frage an dich, Markus. Wie viele HSV-Fans werden denn erwartet? Das ist schwierig zu sagen. Wir haben ein Gästekontingent an den HSV gegeben, aber wenn ich so ein bisschen rückblickend schaue, dann haben wir ja oft schon die Situation gehabt, dass auch in den neutralen Blöcken auf der Infotribüne und der Sparkassentribüne viele HSV-Fans waren, einfach weil der HSV natürlich auch Fans außerhalb vom Großraum Hamburg hat. Insofern ist es schwierig zu sagen, aber man kann schon damit rechnen, dass auch einige HSV-Fans da sein werden. Was, und da schließe ich gern den Appell an, natürlich auch nochmal ein Anreiz für unsere Fans sein sollte, dementsprechend dagegen zu halten und zahlreich zu erscheinen. Gut, dann Max Wendel. Bei dieser stabilen Abwehr liegt ja vorne dran auch noch Tom Trübul, der ja einen sehr guten Eindruck macht. Wie sehen Sie denn seine Rolle seit seinem Wechsel? Er hat ja jetzt dreimal durchgespielt. Also er hilft uns enorm. Er hat das, was ich mir von ihm erwartet habe, hat er bis jetzt voll und ganz umsetzen können. Er ist ein großer Stabilisator vor der Abwehr. Er liest schon viele Bälle weg. Er dirigiert viel, er ist laut auf dem Platz und deswegen bin ich ja mit diesem Auftritt, das er jetzt gemacht hat, sehr, sehr zufrieden. Christoph Offner, Christoph. Der HSV und Tim Walde versucht ja eigentlich schon von hinten aus alles fußballerisch zu lösen, immer wieder Dreiecke zu bilden, sich wirklich durchzukombinieren. Würden Sie sagen, dass da eher ein Mittel ist, hoch anzulaufen, um Fehler zu provozieren oder eher tief zu stehen und die ein bisschen so in Schönheit versinken zu lassen, sage ich mal? Ja, das glaube ich situationsbedingt auch. Man hat schon gesehen, dass man nicht alles spielerisch lösen kann. Das letzte Spiel Heidenheim hatte 2-3 Möglichkeiten, wo sie nicht hoch angelaufen haben. Dann gibt es wieder rum, wenn Mannschaften hoch anlaufen, dass sie sich trotzdem rausspielen können. Die Qualität des HSV ist dementsprechend gut und da muss man eine gute Mischung finden, wann man wie was macht, auch erkennen, was man machen kann in Situationen, um dann das Richtige zu machen und dem Gegner ein Bein zu stellen. Andreas Linn. Sie haben vorhin erwähnt, dass der Julius Biada gute Fortschritte macht im Training. Der würde der Mannschaft ja gut tun mit seinen Fähigkeiten. Ist der schon eine Option für den Kader am Samstag oder braucht er noch Zeit? Ja, ich würde mich freuen. Juli hat wirklich gute Schritte gemacht und er ist ein guter Fußballer und er würde der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten wirklich gut tun und zu Gesicht stehen. Aber man muss sehen, er war jetzt 7 Monate raus, er hat noch kein Freundschaftsspiel gemacht, er hat noch
Er ist erstmal ins Mannschaftstraining eingestiegen. Man sieht seine Fähigkeiten, die er hat. Aber ob er die jetzt schon so umsetzen kann, deswegen ist er jetzt für den Kader noch nicht eine Option. Janina Esch vom SWR. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dankeschön. Dann Marco Büsselmann. Ich habe auch keine Frage mehr, danke. Dann schaue ich mal in die Runde. Wer hat noch eine Frage? Christoph? Ja, Herr Schwarz, der Verein auf seinen Social Media Kanälen so Videos geteilt, die Highlights aus den Jahren Liga. Dass der SV Sandhausen jetzt schon wirklich eine Dekade in der zweithöchsten deutschen Klasse ist, da haben Sie auch nicht gerade kleinen Anteil daran mit Ihrer ersten Amtszeit. Jetzt sind Sie wieder da. Was waren denn für Sie so Erlebnisse in den 10 Jahren, die hängen geblieben sind, und wie beurteilen Sie das insgesamt für den SV Sandhausen? Also es war schwierig zu verstehen, gerade der erste Teil, aber es geht, glaube ich, darum, so ein bisschen um die Rückschau-Highlight in den 10 Jahren zweite Liga aus Sicht von Alois Schwarz. Ist das korrekt, Christoph? Okay. Ja, in 10 Jahren ist ja viel passiert. Also wenn ich das alles so mal zusammenfasse, man ist ja in die Liga aufgestiegen, hat dann den Klassenerhalt durch die Lizenzverweigerung von Duisburg inne gehabt. Haben dann relativ erfolgreiche Jahre gehabt. Immer wieder, trotz allem, ging es halt immer wieder im hinteren Drittel. Man hatte Punktabzug und hat es trotzdem geschafft, zweimal. Man hat sich dann versucht, mal ein bisschen zu verändern, den Fußballstil zu verändern. Also es ist ja viel passiert, aber letztendlich muss man einfach, und das ist so das Resümee, den Hut davor ziehen, dass SV Sandhausen weiter in dieser, ich sag mal, Elite-Liga mitspielen kann, ja, mit den Voraussetzungen, die der kleine Verein hat. Und es ist immer wieder schön, dass man gegen solche Mannschaften wie jetzt am Samstag gegen den HSV spielen darf. Werder Bremen, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, wie man sie alle nennt, die schon in dieser Liga darunter gekommen sind. Und das macht es aus. Und wie man hier arbeitet, ist fast nicht zu vergleichen. Ich war auch schon woanders mit anderen Vereinen. Deswegen muss man da den Hut davor ziehen, was Jürgen Machmeier in den 10 Jahren mit dem Verein hier gemacht und erlebt hat. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar Jahre dazu bekommen. Gibt es weitere Nachfragen? Vielleicht winkt ihr kurz, dann kann ich es gut erkennen. Ansonsten scheinen alle glücklich zu sein. Prima. Dann herzlichen Dank für die PK. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wir freuen uns natürlich noch auf ein paar Besucher mehr, aber wir freuen uns vor allen Dingen auf ein tolles Fußballspiel am kommenden Samstag hier gegen den Hamburger SV mit Zuschauern bei hoffentlich guten Bedingungen und dann einem echten Topspiel. Alois, vielen Dank und bis Samstag ins Stadion kommen. Gesund bleiben. Für alle, die es nicht schaffen, darf ich unser Fanradio, den Hartwald-Hörfunk, präsentiert von unserem Partner Kurpfalz erleben, noch ins Spiel bringen. Die Jungs werden ab 13.20 Uhr wieder am Start sein und hoffentlich begeistern kommentieren, wie sie das sonst auch tun. Bis dahin, danke, tschüss.